Wake up, comrade. Socialism ain't gonna build itself. Fuck. You don't know who you're messing with, kid. Oh, but I do. I've spent a lot of time getting to know you, Thomas. In fact, you're kind of a pet project of mine. Oh, yeah? What's my Speedo size? Funny guy. Oh, I love this one. You like it too, comrade? Fuck you. Let's play a game. It's called What Makes Thomas Tick? So, the Nazis found you in Warsaw when you were, what, 3 years old? Oh, they were gonna kill you, but they didn't. No, they saw your potential and wanted to harness it. But then, poof, the war's over. In comes the heroic Red Army, and they locked me up for years. Fucking savages. They do important scientific research. Find out what it is that makes you special. And what is that exactly? Ask your mom. You enjoy it, don't you? Hurting people like those scientists! What were you? 18? I saw the photographs. I know how to make a man hurt, but I gotta say, I was impressed. Stick around. I'll give you a live demonstration. And there you were. Free at last, but always on the run. And look at you. You almost made it. But you had to use this power of yours again. And on who? On your best friend, Richard. You had it coming. Yes. I know. You wanted revenge. I understand. I would do anything for my child, too. Whatever it takes. Leave my children out of this. Children. Yes. How much pain would you endure to keep them safe? What would you sacrifice for them? Your freedom, maybe? Let me go, you piece of shit! That's what I thought. I'll let you go. But first, I want you to tell me all about these powers of yours. Then earn it! Come on! Enough of this sissy shit! Hit me! I thought you'd never ask. Get some rest, Thomas. The next time you wake up, the real pain begins. Wake up, sleepyhead. Time's running out. What did you do? Here. See yourself. No! You sick fuck! Let me out of here! Let me out! They're still in there, Thomas. Will you show me now? I will, Conrad. Fucking finally. I thought he'd never give us a chance. Okay, gotta move fast.
Thankfully, this place has a way of messing with the time flow. I still got a chance to save them. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Medium. Ja, glücklicherweise haben wir jetzt den Teil mit ihr wieder hinter uns gelassen. All work and no play, are you, Henry? All right. Let's see what makes you tick. Und ich hoffe, dass wir dann hier auch nichts Größerem mehr begegnen werden. Weil, wie ich ja schon mehrfach gesagt habe, es ist wahnsinnig, wahnsinnig nervig, sondern dass dieser Zwischenboss immer wieder da ist. Also das Spiel an sich finde ich persönlich wirklich richtig, richtig gut gemacht. Okay, es hängt ziemlich, obwohl ich einen sehr leistungsstarken PC habe. Alle Voraussetzungen, sogar die nicht nur die Minimalvoraussetzungen, sondern die Standardvoraussetzungen weit übertroffen sind. Trotzdem hakt es halt auch von der Grafik her teilweise ziemlich. Das ist aber alles okay, da kann man alles drüber hinwegsehen. Das Einzige, was mich wirklich nervt, ist dieser dämliche Zwischenboss. Ich weiß nicht, wie ich ihn sonst nennen soll. Und ganz ehrlich, ich komme jedes Mal wieder aus diesem ganzen Spiel raus und habe schon wieder alles vergessen, worum es eigentlich geht, mehr oder weniger, weil dieser Zwischenboss mich einfach komplett aus der Story rausbringt. No way across. Guess I'll just make my own. Achso, die muss ich bewegen. Okay. Ich glaube, das hatten wir bisher noch nicht, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. Was geht denn jetzt ab hier? Hallo? Fuck. Haben wir gerade was geweckt? I'm not alone in here. Okay, offensichtlich. Kann man nicht rum, ne? Das gefällt mir ehrlich gesagt so gar nicht. Oh! Das gefällt mir jetzt gerade doch weniger. Vor allen Dingen, dass wir auch in die Richtung müssen. Ich glaube, da oben müssen wir hin, ne? Moment, dann. Also ich glaube, wir müssen nach oben hin. Ich gucke deswegen mal hier unten. Dass der aber auch nicht läuft. Der geht dann immer nur noch. Okay, also da ist scheinbar nichts, was wir aufheben können. Oh Gott, ich habe nur die Befürchtung, dass wir gleich aufgehoben werden. Wobei aufgehoben vielleicht nicht das richtige Wort ist. Aufgefressen, weggeklatscht, keine Ahnung. Ja. Ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Aber das ist so das, was ich wirklich meine. Also, so diese ganzen Horror-Games, die sind ja schön und gut. Und klar, einen kurzen Moment erschreckt man sich, wenn mal irgendwas ins Bild gesprungen kommt oder was weiß ich was. Aber das ist halt ziemlich lame irgendwo. Und hier ist tatsächlich das ganze Spiel über so eine Gruselatmosphäre. Teilweise auch einfach nur eine optisch eklige Atmosphäre. So richtiger Psycho-Horror. Anders kann man es nicht sagen. Vor allen Dingen diese Kulisse. Ich meine, wenn man sich das mal alles anguckt, das ist schon echt Wahnsinn. Und finde ich unheimlich, unheimlich gut. So kleine Grafikbugs wie jetzt, dass die Tür so am Flackern ist. Alles kein Thema, wenn dieser Kackboss nicht wäre. Weil der hat mir wirklich das komplette Spiel, beziehungsweise die ganze Freude irgendwo an dem Spiel, hat er mir versaut. Bin ich ganz ehrlich. So. Das erinnert mich so ein bisschen an Resident Evil. Kommen die Hunter jetzt gleich durchgesprungen? Okay, die Geisterebene kann man sich jetzt... Kann man sich zwar angucken, aber bringt uns nicht viel. Okay. Bevor wir da jetzt durchgehen, schauen wir mal eben, was wir hier machen können. There you are. At least the part of you I'm after. Ist das nicht der Junge? Ich meine, das ist der Junge, oder? Kann man hier auch noch irgendwas machen? Leider nicht. Okay. Ah, wieder was zum Lesen, glaube ich. Fallakte 73523.
Codename Metzger. Verdächtiger Jacob Wilk. Verdacht auf Diebstahl, Betrug, illegaler Handel. Ermittler Henry Wilk, Oberwachtmeister. Okay, der muss also gegen seinen eigenen, weiß ich nicht, Bruder, Sohn, was auch immer, ermitteln. Das ist natürlich nicht so schön. Ich habe nichts, genau, der soll da was reintun. Also das ist genau wie in Resident Evil, wenn man so will. Kann man hier noch irgendwas angucken vorher? Nö, ich kann mir nur das Teil selber angucken. Also kann ich es wahrscheinlich auch nur benutzen. So. Do you know why you're here? I'm not playing your games, Henry. Don't call me that. The agency was led to believe you've been stealing meat from the working people of the Republic. Where would they get that idea, I wonder? You've been a very bad boy. Let's just get this over with. Given your line of work, you had ample opportunity to commit your crime. It is a crime against the people. Punishable by death. Anything to say in your defense? I'm sorry, Henry. Okay, das war's jetzt schon. Das hat uns jetzt nicht wirklich weit gebracht. Okay, ich guck vorher. Oh, die Tür ist jetzt aufgesprungen. Wieso ist die aufgesprungen? Ich habe eben schon so ein Klicken gehört, aber. Okay. Das sah jetzt aber eben durch das Fenster ganz anders aus. Da denkt man sich, man ist irgendwo in den Gedanken, in so einem kranken Kopf von irgendjemandem. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, wenn wir hier laufen, aber... Okay. Ich habe irgendwie keine gute Befürchtung gerade. Bricht jetzt hier gleich was zusammen? Werde ich jetzt gefressen? Braves Hündchen. Oh, da hinten. Ja, joggen wir einfach mal locker lässig hier neben dem komischen, riesigen Horrorviech her. Kein Thema. Ich meine, wir haben ja sonst nichts zu tun. Wir haben auch noch nichts vor. Also ein Date mit dem Tod könnten wir noch einrichten. Kein Thema. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Shit. Hier auch. Okay, da hinten ist was, was leuchtet. Hier ist auch nochmal was. Ih, was hing denn da jetzt gerade? Rachen stimmt's. Also, ja, wie nennt sich das auf Deutsch? Stempelmarke, glaube ich, ist das, ne? Hier, Lebensmittelmarken, genau. Ausgegeben durch die Regierung der Volksrepublik Polen, okay. Ja, werden sie vielleicht in Deutschland auch bald einführen, wer weiß, wer weiß. Ich meine, bei der Politik, die gerade abläuft, naja. Sagen wir mal lieber nichts zu, ne? Kann man ja nichts Gutes drüber sagen aktuell. So, ich denke mal nicht, dass ich jetzt hier irgendwo... Was? Das war jetzt gerade so... Oh, oh. Okay, er hat gerade gespeichert. Das ist für mich immer ein ganz böses Zeichen. Normalerweise bin ich nach jedem Spiel in der Art, bin ich sehnlich... Ach so, falsche Taste. Bin ich sehnlich darauf... Was? You've been a very bad boy. Darf der mich nicht sehen? Ich weiß auch gar nicht. Warte mal. Ah, wie kann ich denn... Ich kann mich gar nicht...
Ich kann mich gar nicht hinhocken, ne? Aber ich kann das auch nicht. Was passiert denn? Ich habe irgendwie so das Gefühl, der darf mich nicht sehen. But don't you hide from me. Obwohl anscheinend macht das nichts aus. Ich weiß es nicht. Oh Gott, oh Gott. Oh, das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Durch. Oh, doch, anscheinend macht es doch was aus. Bad boy. Ja, also irgendwie wird der hier getroffen oder was? Ich höre Messer, aber ich kann mich aber auch nicht hinhocken oder so. Also wenn, ich kann ja nur so lahmarschig laufen, das ist das Problem. Mich auch nicht nach rechts drehen, aber ich muss vorbei. Oder muss ich nach links? Keine Ahnung. Geh durch! Geh durch! Oh, ist das euer Ernst? Sind wir hier in Saw oder was? Where are you, boy? Man hört die Schweine noch sterben. Es ist. Das ist wirklich Psycho-Horror. Nein, lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Ich habe doch keine Ahnung, wo ich hin muss oder was ich machen muss. Muss ich hier was drücken? Okay. Hallo? Wollen wir uns jetzt ein Schwein aussuchen und schlachten? Also geschlachtet sind die ja schon, mitnehmen oder was? Oder? Oh, ist das so ernst? Hallo? Geh da durch! Oh mein Gott, ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß gar nichts gerade. Nein, Y. Ach, ich hämmer hier die ganze Zeit auf A. Die ganze Zeit kam hier A, jetzt muss ich hier Y drücken. Leute, macht mich hier doch nicht total kirre. Oh. Dann höre ich dann auch noch die Musik und die Geräusche und sowas höre ich dann hier auch noch über die Kopfhörer. Das heißt, das ist dann doppelt und dreifach so extrem gerade. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, diese Sachen wirklich alle über Kopfhörer anzuhören und nicht irgendwie über Boxen oder so, weil das kommt bei weitem nicht so krass rüber. Okay, ich schätze aber, der wird uns jetzt hier oben auch gleich sehen, oder? Können wir damit noch irgendwas machen? Ja, anscheinend nicht. Oh, fuck. Das ist wieder so ein Mist mit dem Balancieren, was ich bis heute nicht verstanden habe, ob ich selber balancieren kann oder nicht. Aber er scheint da irgendwie besseren Gleichgewichtssinn zu haben als die Marianne? Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich kenne nur Marianne, aber das ist halt sehr deutsch, ne? Das? Das ist kein Klappmesser. Ich dachte gerade schon. Ah, da ist ein Messer. Haha. Okay. Ja. Wenn ihr sonst keine Probleme habt, alles gut, Leute. Da ist noch was. Ruhige Hand, gleichmäßige Bewegung. Gegen die Faser, immer dagegen, nie mit ihr. Immer dagegen, nie mit ihr. Wollte ich das jetzt wissen? Weil das ist irgendwie eine Anleitung, wie man Schwein schlachtet. Und das ist. Oh, ich war meine ganze Zeit lang vegan und musste. Das heißt, musste. Habe dann einen Schritt zurückgemacht, sozusagen. Lebe aber immer noch. Vegetarisch und ja, das ist nicht wirklich was. Ah, damit können wir jetzt am Anfang das hier waren wir noch nicht, ne, auf der Seite. Damit können wir jetzt am Anfang das
aufmachen. So, und die Frage, wie kommen wir da jetzt wieder hin? Müssen wir den Schweinchen Todesschreien, wollte ich gerade sagen. Where are you, boy? Oh, Scheiße. Ich wusste, dass so eine Scheiße kommt. Ich wusste es. Lauf! Du musst dich schneller bewegen, Junge. Da? Ach, wir sind wieder am Anfang. Oh, das ist schlecht, weil da hat er uns ja... Jetzt soll ich RT drücken. Was denn nun? Also beim letzten Mal musste ich noch X drücken. Aber okay. Boah, Leute. Ich habe irgendwie voll die Befürchtung, dass wir jetzt gleich irgendwie so einen Mega-Run hinlegen müssen. Wie bei ihr. Ich hoffe es wirklich nicht. Weil, wie gesagt, das zerstört das Spiel. Wenn so ein Mist immer dazwischen kommt. Das kann man ja gerne machen. Oh oh, er speichert schon wieder. Das kann man ja gerne machen im Video sozusagen, in der Videosequenz. That's good. See how easy it is when you do as you're told. Aua. Okay. So, Ausweis. Innenministerium Henry Wilk, Agent des Sicherheitsdienstes. Okay. Oh, war doch nicht gerade ein hässlicher Bursche, ne? Patriotismus, stärker als Blut. Man wird nicht oft Zeuge von Patriotismus, wie er in den vergangenen Wochen von Oberwachtmeister Henry Wilk an den Tag gelegt wurde. Als einfacher Beamter der Bürgerpolizei zeigte Wilk sein Engagement für den Aufbau einer gerechten Zukunft der Volksrepublik, indem er sich den kriminellen Machenschaften seiner Verwandtschaft weigerte. Seine heikle Untersuchung in Sachen des inzwischen berüchtigten Fleischskandals führte zu einer Reihe von Verhaftungen, darunter auch Jacob Will Henrys eigenem Vater. Ah, also doch der Vater, okay. Also Vater hatte ich eben im Kopf, aber ich glaube, ich habe nur Bruder oder Sohn gesagt. Zu den Unregelmäßigkeiten, die von Wilk aufgedeckt wurden, gehörten Korruption sowie Diebstahl von hochwertigen Fleischprodukten und deren Ersatz durch minderwertige. Okay, wenn man sonst nichts zu tun hat. Neben Jacob Wilk wurden zahlreiche weitere Täter festgenommen, darunter 4 Direktoren des staatlichen Fleischhandels und mehrere Geschäftsführer. Der Prozess soll am kommenden Dienstag beginnen und wenn die Angeklagten ihren Verbrechen für schuldig befunden werden, droht ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit der Galgen. Auf Nachfrage um einen Kommentar antwortete Henry Wilk einfach: Ich tat nur, was sich gerecht anfühlte. Wahrhaftig die Worte eines Patrioten. Ja, wen man nicht immer alles Patriot nennt, ne? Aber, ja, das erinnert mich immer daran, dass so viele Leute sagen: Ehrenmann und, der ein oder andere weiß sicher auch, was das bedeutet, aber es gibt leider auch genug, die es nicht wissen. Müssen wir jetzt hier nochmal rum? Nee, oder? Jetzt ist verschlossen. Oh, was ist das? Okay. Hab ich mir schon fast gedacht, weil normalerweise, wenn man wieder in so einen Raum reinkommt... das ist immer noch das gleiche Bild. Es ist ja meistens so... Moment, wieso komme ich jetzt nicht? Muss ich das von hier aus machen? Ach so, okay. Es ist ja meistens so, dass sich quasi was ändert. Wilk, is it? Henry Wilk? What's this about? Straight to the point. No fear, no hesitation. If you wanted me dead, I'd be dead already. So, what do you want? I want to offer you a job. I'm listening. I've been doing this a long time. I've come to know people. See what makes them tick.
see their potential. Agreed. On one condition. Huh? The work I do for you, it stays at work. That's the way we like it. It has to. If it doesn't, I'm holding you accountable. Welcome to the family. Okay. Ah, ich habe schon fast geahnt. Ja. Die Frage ist jetzt. Wie lange dieser Abschnitt hier dauern wird. Weil das wäre jetzt eigentlich so der perfekte Cut gewesen. Aber ich bin ehrlich gesagt auch ziemlich neugierig, was jetzt hier hinter sein wird. Ob das jetzt, ähnlich nichtssagende Dinge zutage fördert. Oder ob wir da jetzt mal was Vernünftiges herausfinden. Auf jeden Fall denke ich mal, wird wieder irgendwas drin sein, was einen erschreckt. Oder erschrecken soll. Wir joggen erstmal mit dem Dinosauriergeräusch weiter. Ich weiß nur noch nicht genau, wohin. Also das war jetzt eindeutig eher Godzilla, würde ich sagen, vom Geräusch her. Ah, Moment, da hinten können wir jetzt was freiräumen, okay. Haben wir denn überhaupt die Kraft dazu? Das ist jetzt die Frage. Jetzt muss ich wieder Geisterkraft einsetzen. Doch in die andere Richtung. Der hat dich nicht gehört. Geh einfach weiter. Das Monstervieh ist taub. You ever heard of Neva? Spezialauftrag für Major Henry Wilk. Eine Zielperson wurde im Neva-Volksressort bei Krakau gefunden. Örtliche Ermittler hatten auch einen seltsamen Fall berichtet, in den der Maler vertraulich verwickelt war. Die Person wurde lebend aufgefunden, allerdings in einem vegetativen Zustand. Es wurde der Verdacht auf ein Verbrechen geäußert, aber die Untersuchung ergab keine Anzeichen eines Hirntraumas. Mögliche Verbindung zum Gemini-Fall, mehr Informationen in den vertraulich Akten. Alles muss sauber bleiben und leise. Dafür wurden sie ausgebildet. Anmerkung. Ich empfehle dringend, dass Sie sich mit den Notizen der sowjetischen Wissenschaftler vertraut machen, in deren Besitz wir während vertraulich im Jahr 1950 gekommen sind. Ihnen wurde Zugriff auf den Archiveintrag 1138 gewährt. Das ist nur für Ihre Augen bestimmt, Wilk. Machen Sie das Beste daraus. Ah, deswegen wahrscheinlich der Ausweis. Melden Sie sich zur weiteren Einweisung beim Sachbearbeiter. Okay. Wenn ihr noch lebt, können wir da gerne mal vorbeischauen. Ansonsten würde ich sagen, können wir vielleicht gucken, ob wir irgendwo reinkommen, wo das automatisch entriegelt wird oder sowas. Immerhin haben wir einen Ausweis. Wo muss ich denn? Achso, das kann ich nur aufheben. Okay. What's this? Sitzung Nummer 42. Das Subjekt manifestiert weiterhin starke übernatürliche Kräfte. Es behauptet, dass ein anderer vertraulich mit ihm spricht und Visionen zeigt. Arbeitstheorie. Vermutete Verbindung zwischen vertraulich, möglicherweise als Resultat einer Nahtoderfahrung. Weitere Tests sind notwendig, um diese Split-Theorie zu bestätigen. Okay. Das nehmen wir mal so hin. Der sieht dich nicht. Weiter. Bleib doch lieber hier unten. Der läuft da hinten rum.
Oje, oje, ich dachte, der kommt jetzt so von hinten und keine Ahnung. Muss ich, ist das jetzt noch so ein Bosskampf oder so? Oh, das ist gar nicht gut, dass der jetzt hier speichert. Gar nicht gut. Fuck. Weird. Ja, das können wir mal kurz lesen, ist nicht schlimm. Sitzung 43. Die heutige Sitzung wurde wegen eines Zwischenfalls in der Testkammer vorzeitig abgebrochen. Während der Verabreichung der verschriebenen Substanzen kam der leitende Wissenschaftler, Dr. Vertraulich, in Haut-zu-Haut-Kontakt mit der Versuchsperson. Dr. Vertraulich wurde sofort ins Krankenhaus eingeliefert. Obwohl er keine Anzeichen eines physischen Traumas zeigte, verfiel er in einen vegetativen Zustand, von dem er sich bis dato nicht erholt hat. Weitere Sitzungen wurden auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Ich mag gar nicht hier rausgehen gerade. Oh, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Oh, fuck. Der hätte mich wirklich treffen können, ne? Ist hier noch was? Hier ist noch was. Oh, schnell rein. Ich will wissen, was hier ist. Da. Okay, Sitzung 44. Erinnerung für die heute stattfindende Sitzung. Trotz der erhöhten Dosis bleibt das Subjekt extrem gefährlich und muss für die Dauer des Tests sowohl körperlich als auch geistig eingeschränkt werden. Es gelten erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. also nicht, weil ich das gelesen habe, sondern weil ich nicht weiß, was da jetzt gleich passiert. Aber er schlägt doch jetzt nicht nach mir, wenn ich hier balancieren bin, oder? Also ich hoffe nicht. Aber der kann das eh besser mit dem Balancieren. Oh oh. Fuckers everywhere. Oh. Ja, genau. Pass schön auf, wo du hinläufst. Geh. Geh da rüber. Los. Und er speichert schon wieder. Ich sage, das ist kein gutes Zeichen. Oje. Oh je. Lauf ein bisschen schneller. Komm. Oh fuck. Shit, here he comes. Shit. Almost got me this time. Muss ich da jetzt runtergehen? Ich habe so die Befürchtung, dass das keine gute Idee ist. Wobei das Vieh doch eigentlich jetzt platt sein müsste. Aber gut, es ist ja untot, so wie ich das jetzt hier verstehe. Also wird es wahrscheinlich nicht so einfach platt sein. Komm, du hast einen wesentlich besseren Gleichgewichtssinn als Marianne. Genau, so wird es, glaube ich, ausgesprochen. Oh, komm schon. Komm schon. Mach hier keine Dummheiten. Mach keine Dummheiten. Oh. Ja, das wird gleich noch enger, wenn du nicht weitergehst. Mach hin, ne? Nach oben, unten, links, rechts. Warte, nu. So. Das hat er nicht gehört. Lauf weiter. Los. Da muss ich hin. Geh da hoch. Oh Gott. Where are you, you four-legged fuck? Ruf da nicht nach, Junge. Bist du lebensmüde? Du zerreißt dich mit einem Schlag. Beziehungsweise mit einem Biss. Er fragt ja auch unbedingt danach. Can't get me up here, can you? Oh, Junge. Ehrlich jetzt? There. Got you right where I wanted.
time to put you out of your misery. Ja, weiter, weiter, weiter. Los. And stay the fuck down. Platz und bleib. So. Okay. Falsche Taste. Ich glaube, mit B komme ich nicht weit, wenn ich da runterspringe. Jetzt sag mir bitte, dass der jetzt wegbleibt. Ja, los. Komm. Lauf. Moment. Halt, stopp. Da ist noch was. Mom and Dad and me. Ja, das habe ich auch gerade schon gelesen. Aber okay. Da ist nichts mehr. I'm going away tonight. Business trip. Short notice. Couldn't be helped. Das gefällt mir irgendwie gar nicht hier. Won't you say goodbye to him? I'm not sure if that's a good idea. I have work on my mind. I see. And again, maybe I should. Do you think I should? Whatever you wish, dear. Das erinnert mich doch sehr, sehr stark an, ja, das, wo man mit die Zeit zurückspulen kann. Ich komme jetzt gerade echt, ich bin jetzt hier gerade so nervlich daneben, weil ich die ganze Zeit damit rechne, dass hier irgendwas hochgesprungen kommt. Simon, where are you, boy? Das war schon? Okay. Sonst nichts mehr. Dad? Hey there, champ. Are you going away again? Daddy has to go to work. Once I get back, we can go fishing. You'd like that, wouldn't you? Life is strange, meinte ich übrigens. I don't like it when you go. I know. But sometimes Daddy needs to work. It's good for all of us. You understand, don't you? Yes, Father. Ja, warum sollten noch nicht überall die Dinge sich gegenseitig selbstständig bewegen und Türen aufgehen? Aha. Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir diesen Abschnitt noch machen sollen. This will all be over soon. Aber das sieht mir so nach Endbereich aus hier irgendwie. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Überlänge. Sollte ich das Ganze nicht irgendwie in zwei Teile geschnitten haben? Hi, ich bin gekommen, um dich umzubringen. That's right, kid. Just come to me. I'll put an end to it. I'll set you free. No, it won't let us leave. The monster, it's... Don't worry about the monster, kid. I'll deal with it. I'll put it down for good. Not if it puts you down first. What did you say? Guilty conscience. Vulnerable child behind the monster. There is no child. There is only me. Oh, you're
tricks won't work on me, old man! Marianne?